Herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema 360 Grad Informationssicherheit hier bei der Achermann ICT Service in Kriens. Live aus der Live Lounge. Wir haben heute ein ganz spezielles Thema für Sie ausgewählt. Heute geht es ans Eingemachte. Darum mache ich jetzt mal die Ärmel hinterher. Es geht heute darum, Ihnen aufzuzeigen, was Cyberkriminelle, was Hacker alles anrichten können, wenn sie sich Zugang zu ihrem System verschaffen. Wir möchten Ihnen zusammen mit unseren Experten aufzeigen, was heute alles möglich ist, wie sich das Geschäftsfeld von Cyberkriminellen entwickelt hat, wohin das die Reise auch geht. Wir möchten Ihnen aber auch aufzeigen, wie Sie sich gegen derartige Angriffe, gegen derartige Cyberangriffe schützen können. Zu diesem Zweck haben wir zwei Experten eingeladen von unserer Partnerfirma, Herstellerfirma Sophos, den Yannick und den Sascha Paris. Sie werden Ihnen im Lifehack zeigen, was Spezialisten oder eben Hacker können machen können, wie sie sich Zugang verschaffen können, wie einfach das heute ist. Sie werden Ihnen aber auch aufzeigen, was alles möglich ist, wie man sich heute gegen solche Angriffe schützen kann. Sie können im Nachgang zu dieser Präsentation und zu dem Lifehack uns auch Fragen stellen. Stellen Sie die in den Live-Chat einstellen, dass wir anschliessend mit der Expertenrunde das beantworten können und Ihren Fragen redend Antwort stehen. Ich würde jetzt aber sehr gerne überleiten zum Yannick, der Ihnen erste Informationen geben wird, was so möglich ist. Yannick, herzlich willkommen bei uns. Auch ich begrüße Sie heute an dem Event, an dieser Veranstaltung zum Thema «Die Waffen der Cyberkriminellen». Heute wird mein Kollege Sascha Paris dabei sein. Er kümmert sich um den Hackerteil. Er simuliert also den Angreifer. Und ich werde Sie in das Thema einführen mit der Präsentation und Hintergrundinformationen zu dem Thema. Was ist die aktuelle Situation? Wenn Sie in Ihrem Unternehmen folgendes Netzwerk vorfinden, wo Sie Geräte haben, die auf dem neuesten Stand sind, Versionen auf dem neuesten Stand sind, perfekt gepatcht, perfekt gemanagt, perfekt verwaltet, dann werden Sie heute Tipps und Tricks mitbekommen, auf was Sie trotzdem noch achten müssen. Wenn es aber, sagen wir mal so, wie oft in der Realität aussieht, wo viele andere Geräte rum sind, ein Embedded Windows XP-System, ein alter Drucker mit einem Standardpasswort, oder sonstige Legacy-Produkte, die Sie in Ihrem Netz vielleicht auch nicht unter Kontrolle haben oder Leute das einfach mitgenommen haben und einmal verbunden haben, zum Beispiel mit einem Wireless-Netzwerk. Wenn Sie in dieser Situation sind, wo Sie sich wiedererkennen oder wo Sie im Verdacht haben, dass das bei Ihnen passieren könnte, dann werden wir Ihnen heute noch viel mehr Informationen geben können in der Richtung, was Sie dagegen machen können, was Sie machen können, um Ihr Netz sicherer zu gestalten und Ihr Unternehmen abzusichern. Vielleicht noch einen kurzen Rückblick. Cybercrime als Businessmodell, das gibt es schon ein bisschen länger. Und unsere Daten sagen, dass jede vierte betroffene Firma ein Ransomware zahlt. Das heisst, man zahlt Geld von Erpresser, damit man wieder seine Daten ankommt. Das ist aber nicht die einzige Bedrohung, die es am Markt gibt. Es gibt weitere Bedrohungsszenarien wie der Datenklau. Und der Datenklau kann genauso viel Schaden verursachen, sei es finanziell für das Unternehmen, wie auch für die Reputation des Unternehmens selber. Das Ganze erzähle ich Ihnen, weil das nicht nur ein Phänomen ist, das weltweit passiert ist, ein Phänomen, das selber in der Schweiz auch stattfindet, auf täglicher Basis. Wenn ihr jetzt das Beispiel anschaut von einer Gemeindeverwaltung. Eine Gemeindeverwaltung im öffentlichen Bereich ist betroffen. Comparis. Vor kurzem ein Beispiel war, sie haben sogar Lösegeld gezahlt. Das heisst, ein Reputationsschaden, dass so eine Firma Lösegeld zahlt an einen Angreifer. Die beführen den Zyklus, dass Angreifer jetzt mit Geld von einem legitimen Unternehmen, das vielleicht auch noch staatlich mal gefördert wird, dass sie mit dem Geld weiter Angriffe durchführen können. Man finanziert also den absolut falschen Zyklus. Das betrifft eben, wie schon gesagt, verschiedenste Arten von Kunden. Es betrifft auch Kliniken, also auch vor dem Healthcare-Bereich machen die Angreifer keinen Stopp, die Angreifer machen keine Ausnahme, obwohl manche das sagen, sind auch die betroffen. Und last but not least, Schwachstellen selber, die dann in den Nachrichten, wie in unserem Beispiel vor einem Monat ungefähr, wo
der sogenannte Proxy-Shell-Schwachstelle auftaucht ist, wenn Sie einen Exchange-Server bei sich lokal im Haus haben, dann sind Sie mit dieser Sache konfrontiert worden. Entweder Sie haben sehr schnell einen Patch von Microsoft eingespielt oder Sie sind den Angriff ausgesetzt gewesen. Ob die erfolgreich sind oder nicht, das könnt ihr im Artikel dann am Schluss nachlesen, wo wir euch zeigen werden in der Schlussfolie. Auf jeden Fall war das ein riesiges Thema und jeder Exchange auf der Welt war betroffen, wenn er unpatched war. Ein weiterer Punkt, den ich gerne noch erwähnen würde, bevor wir dann zum Lifehack-Teil überkommen, ist eine kurze Geschichte in der Welt der Bedrohungen. Vor etwa 20 Jahren, wenn wir also 20 Jahre zurückgehen, sind die Angriffe sehr einfach gewesen, einfach zu erklären. Die wenigsten sind eigentlich noch per Mail gekommen, viele per USB-Schlüssel, da hat man eine ausführbare Datei drauf gehabt, da hat man drauf gedruckt. Und dann ist etwas Böses passiert. Meistens hat man versucht, Maschinen unbrauchbar zu machen. Also der Sinn dahinter war noch nicht so ganz gefestigt. Vor etwa 10 Jahren hat sich das Paradigma geändert. Das ist der primäre Einfalltor, ist E-Mail geworden. Und jetzt ist man cleverer vorgegangen. Man hat gesagt, gut, die Systeme am Gateway, also wo der Perimeter schützt, die sind besser geworden. Also muss ich versuchen, einen Schritt weiter zu gehen und zum Beispiel eine Webseite mitzugeben, damit die nicht direkt am Gateway geblockt wird. Und die Webseite, wenn man auf die drückt, kommt man dann auf eine Angreiferseite. Da wird man also in die falsche Richtung gelotst. Und schlussendlich tut man jetzt zum Beispiel Kreditkarten eingeben. Und da ist der erste Schritt in Richtung Angreifer zu Monetarisierung gemacht worden. Der Angreifer hat also etwas können monetarisieren und Geld gewinnen. Das hat sich natürlich so dann weiterentwickelt. Das war die Ära vom Antivirus-Sau, könnte man so sagen. Und bis dort hat der Antivirus auch einen anständigen Job noch leisten und wirklich auch gut schützen. 2714, vielleicht auch noch ein Jahr vorher, haben wir es genau angeschaut, haben wir die Angriffe gehabt, die weiterhin das primäre Einfalltor, nicht das einzige, aber das primäre Einfalltor war weiterhin E-Mail. Da sind Anhänge geschickt worden, die mit Obfuskation gearbeitet haben, also auch dort Verschleierungsmechanismen, die dann versucht haben, einen irgendwo hinzubringen. Und dort sind dann Angreifer, haben sich darum gekümmert, dass dann die Schadsoftware auf die Maschine kommt, damit sie schlussendlich die Maschine verschlüsseln und Geld dafür fordern. Das war also die Zeit der Ransomware. An dem Punkt sind Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner, geboren worden. Alle erinnern sich noch an den Namen Kryptolocker, aber Emotet sind echt die dann richtig Geld damit gemacht haben zum ersten Mal. Wo befinden wir uns heute? Wir befinden uns heute natürlich weiterhin mit dem Einfallstor E-Mail. Wer hätte das geglaubt, 20 Jahre später? Immer noch das primäre Einfalltor. Aber belangen wir das Einzige. Wir haben vorher das Wort Proxy Shell und Exchange gehört. Also der Exchange ist zum Hintertor geworden. Jeder, der exponiert war. Aber auch E-Mail ist weiterhin verantwortlich für einen Grossteil der Angriffe. Und auch da kommen wieder Dokumente an, es kommen auch Links an, die versuchen, im ersten Schritt eine Obfuskation durchzuführen. Man muss also im ersten Schritt nicht merken, dass es sich um einen Angriff handelt, sondern erst in einer späteren Instanz. Man trickt also den Benutzer, da etwas auszuführen. Und wenn er das ausgeführt hat, dann werden oftmals Bordmittel gebraucht, um sich eine Persistenz zu verschaffen, damit man Windows eigene Werkzeuge brauchen kann, um draufzubleiben auf dem System. Und dann kann der Angreifer dank dem Hintertor einkommen ins System und kann sich breit machen, kann alle Maschinen anschauen, analysieren, sich ein Bild vom ganzen Netzwerk machen. Und wenn er sich ein Bild vom ganzen Netzwerk gemacht hat, dann kann er auch dementsprechend für alles erpressen. Es ist eine einfache Erpressung, wenn man jetzt nur von Verschlüsselungstrojanern redet. Aber es gibt auch eine zweite Stufe. Und das ist die Erpressung von Daten, die es vorab ziehen. Ein Angreifer, der vom System ist, zieht zuerst Daten ab, tut später verschlüsseln. Wenn die Verschlüsselung nicht erfolgreich ist oder wenn die Verschlüsselung nicht genug ein Bedürfnis beim Kunden weckt, das zu zahlen, dann kann man immer noch drohen, dass man eben Daten veröffentlicht. Und das ist die Doppel-Extortion, die doppelte Erpressung. Die dreifache ist auch schon langsam im Gange. Da sind die Angreifer sehr kreativ geworden. Die sind in die Richtung gegangen, dass die Daten, die sie von Unternehmen abziehen, die analysieren, ob dort weitere Unternehmen drauf sind und heikle Themen besprochen werden. Dann können sie nämlich zu den betroffenen Unternehmen gehen und dort Geld einfordern, indem sie als, sagen wir, Schwachstelle das andere Unternehmen anprangern. Also die dreifache Erpressung ist im Gange und von dem her an der Kreativität der Angreifer ist kein Ende gesetzt. Jetzt schauen wir mal, wie die Angreifer vorgehen. Und dafür würde ich sagen, Sascha, Bühne gehört dir. Bitte sehr. Danke, Yannick. An dieser Stelle würde ich in dem Fall für den Lifehack übernehmen.
Ich werde euch hier nachher schnell zeigen, wie man so einen initialen Zugriff in die Firma bekommt, wie man sich dort ein bisschen umschauen kann, wie man eine Persistenz anlegen kann, dass man sich nicht jedes Mal sich wieder neu reinschaffen muss, sondern automatisch wieder verbunden wird. Und wie ich halt Daten abziehen kann oder weitere Aktionen machen kann. Der initiale Zugriff, da gibt es ja verschiedenste Wege. Da könnt wirklich einen USB-Stick, den ich auf dem Parkplatz ablege, tun, präparierte E-Mail, präparierte Webseiten, irgendein Passwort, das ich schon habe, und irgendeinen offenen Terminal-Server. Da gibt es 1000 Wege in der Firma. Ich werde an dieser Stelle nachher den Weg über das E-Mail nehmen und eine präparierte Webseite, dass ich den Fuß reinbekomme. Gut. Ihr solltet jetzt hier eigentlich meine Umgebung sehen. Auf der linken Seite habt ihr Kali Linux. Das ist eine Distribution, wo so Pentest- und Hacking-Tools drauf sind. Die werden sowohl von legitimen Whitehead-Pentester benutzt. Die werden aber auch von Hacker oder Hobbyleuten benutzt, dass man dort in die Firma reinkommt oder eine Firma auskundschaften kann. Rechts habe ich jetzt das Windows 10 von meinem Benutzer. Man sieht auch, es ist ein Dummy-Benutzer, darum der Do Not Press-Button. Der Mensch ist ein bisschen so ein Herdentier oder ein Klicktier, wenn es etwas zum Klicken gibt. Ein Link, ein Knopf, dann wird er auch angeklickt. Gut. Was hier passiert ist, ist, nehmen wir jetzt mal das Szenario, es ist ein Wochenende. Ich habe jetzt am Freitagabend ein Phishing-Mail rausgeschickt. Das ist auch angekommen. Das ist an Marge Simpson gegangen. Die hat das nicht ganz verstanden gehabt, das E-Mail. Hat dann das auch ihrem Mann Homer Simpson weitergeleitet. Der hat das dann nur nicht mitbekommen. Der wird dann das irgendwie am Tag drauf anschauen. Oder am Montag, wenn dann dort die Firma wieder startet. Und ich habe über das Wochenende quasi Zeit, meine Webseite und alles zu präparieren. Der Grund, dass ich das zeitversetzt mache, ist, dass der Link noch nicht als schädlich bekannt ist und durch den Spamfilter durchrutscht. Gut. Ich habe hier das Mail geschickt. Ich versuche den Benutzer dazu zu bringen, dass er hier halt den Launcher abladen und ausführen tut. Ich sage, er hat ein Security-Problem bei seinem Outlook-Konto. Auf der linken Seite werde ich jetzt hier auf die Konsole gehen und ich werde mir die Seite präparieren mit dem SE, Social Engineering Toolkit. Das ist ein fixfertiges Toolkit, das kann ich hier starten. SE Toolkit. Und da kann ich mit ein paar wenigen Informationen hier die komplette Attacke starten. Ich mache eine Social Engineering-Attacke, das wäre Punkt 1. Ich will hier eine Webseite präparieren, mache ich hier mit Punkt 2. Dann eine HTA-Attacke, das ist ein HTA, ein HTML-Dokument komprimiert, das ausführbar ist. Ich werde das als Payload dann konfigurieren. Und ich werde hier eine Seite klonen, ich habe ein Outlook-Mail geschickt. Ich klone an dieser Stelle die Outlook-Seite, weil mein Mail, das ich verschickt habe, auf outlook.com gekommen ist. Heisst outlook.com. Die Seite will ich hier klonen. Ich würde jetzt sagen, woher ich verbinden soll. Ich lasse das in dem Fall mit der IP-Adresse. Der wird über Port 443 High telefonieren. Und das ist ein TCP-Reverse-Shell, den ich hier nutze. Das muss man jetzt technisch nicht wissen. Das Wichtige ist nur, das ist mein Kanal, wo er High telefoniert. Im Hintergrund wird jetzt die Webseite präpariert. Er klonet mir die Seite, tut mir den Payload bereitstellen, das HTA, das ich hier rechts, dann, wenn ich auf den Link gehe am Montag am Morgen, zum Abladen und dann ausführen tue. Die Idee von dem ganzen Mail ist ja genau, dass ich ihn dazu bringen will, das auszuführen. So, ich sehe jetzt auf der linken Seite, das Ganze ist parat. Ich gehe jetzt hier rechts drauf. Ich sehe auch Outlook mit dem 0 anstatt dem O vorne dran. Wenn ich nicht genau schaue, fällt mir das nicht auf. Ich klicke da drauf. Dann macht im Hintergrund den Browser auf. Ich werde jetzt hier das Mail-Programm auch zumachen. Das brauche ich nicht wirklich. Dann hat mir jetzt eine Art Outlook-Seite aufgemacht. Und da ist auch schon das HTA, das er hier zum Download anbietet. Ich werde das jetzt auch speichern hier. Eine Schlange. Und er tut mich da dann im Hintergrund auch auf die originale Outlook-Webseite weiterleiten. Das heisst, mir fällt hier gar nichts auf. So, es heisst, ich soll das Ding ausführen. Das heisst, ich gehe jetzt hier mal drauf, tue das mal doppelklicken. Mal schauen, was hier passiert. Es kommt noch irgendeine Warnung, aber das sieht man ja etwa die. Nicht so schlimm. Ist ja von der Outlook-Webseite runtergeladen worden. Optisch für mich passiert jetzt nichts.
Was wir aber sehen im Hintergrund ist, auf der linken Seite, da ist eine Verbindung reingekommen. Das heisst, ich bin jetzt hier quasi schon mal halb gekapert worden. Ich habe einen Tunnel hier zum Bad Guy High gemacht. Wenn ich jetzt hier schaue, Sessions minus L, dann sehe ich hier, ich habe so eine Meterbreite-Session von meinem Kali-Victim-Rechner. Das ist schon mal sehr gut. Ich kann jetzt hier schauen, Get User ID. Wenn man es richtig schreiben würde, Sessions minus I, 1. Jetzt hat es geklappt. Get User ID. Sehe ich, ich bin als normalsterblicher Benutzer drauf. Was ich jetzt machen kann mit dem Shell-Kommando, kann ich auf die Command-Line von dem Windows-Rechner. Sieht aus, sieht aus wie das schwarze Command-Fenster von Windows. Ich kann mich hier umschauen mit dir. Ich kann jetzt hier irgendwie mit ARP. Kann ich da schauen, was sind da sonst noch für Rechner rundherum. System-Info, kann ich da Informationen über das System holen. Was ist das für ein System? Was sind da für Patches installiert? Die sind dann unter Umständen auch hilfreich. Wenn ich da sehe, dass irgendein gewisser Patch fehlt, dass das vielleicht dann halt angreifbar ist auf ein bestimmtes System. Gut. Ich gehe jetzt hier wieder raus, wechsle zurück auf meine Meterbreiter-Session auf dem Kali. Mit normalem Benutzerrecht habe ich hier zu wenig Recht. Ich brauche irgendwie administrative Rechte auf dem System. Das heisst, ich werde hier mit dem BG-Tool jetzt eine Schwachstelle ausnutzen auf dem System, dass ich auf ein Systemrecht komme. Das heisst, ich habe jetzt hier im Grunde genommen schon vorher geschaut. Ich weiss auch, was ich hier für eine Schwachstelle ausnutzen will. Das heisst, ich gehe hier mit Use, Exploit. Das ist ein Windows-Exploit. Ich will das UAC, also dort die administrative Security auf dem System, umgehen. PhotoHelper, ich weiss, das funktioniert auf dem System. Setze hier die Session auf 1, dass er weiss, welches System ich hier kapern will. Und mache jetzt hier Start. Und was jetzt so passiert rechts, ganz kurz werdet ihr sehen, da wird ganz kurz ist ein PowerShell aufgepoppt, ist gerade wieder verschwunden. Der Nutzer wird sich hier nicht allzu viel dabei denken im Normalfall. Was jetzt aber passiert ist, der hat im Hintergrund die Schwachstelle genutzt, um mich auf ein System rechts zu lüpfen. Nochmal zum Zeigen, wenn ich jetzt hier Get UID, Get User ID mache, ich bin immer noch der Benutzer. Was ich jetzt mache, ist mit Get System, ich hole mir Systemrecht auf dem Ding. Das heisst, ich habe quasi alle Berechtigungen auf dem System. Wenn ich nochmal schaue, Get User ID, ich bin jetzt NT Authority System. Das ist quasi das höchste Recht, das ich auf meinem Rechner haben kann, lokal. Ja. Gleiche Spiel, ich muss natürlich wieder auf die richtige Session wechseln dort. Post Windows Gator. So. Und jetzt holt er hinten dran die Passwörterlisten raus, die lokal gespeichert. Die sind natürlich als Hashwert da. Die sind ja eigentlich nicht im Klartext. Es gibt aber hier Rainbow-Tabellen, wo ich tätige Passwörter herausfinden kann. Ich kann jetzt einfach als Beispiel den hinteren Teil von dem Hashwert kopieren vom Administrator. Wenn man es dann richtig markieren könnte. Copy Selection und dann gibt es auch so Webseiten, die sind Public-Webseiten, da könnt ihr auch drauf gehen. Da wäre jetzt zum Beispiel so crackstation.net eine. Die haben so Rainbow-Tabellen, die haben ganz viele so Hash-Tabellen gerechnet für verschiedene Passwörter, oft benutzte. Ich kann jetzt einfach mal den Hash-Wert eingeben, Crack Hashes. Ah, super, das ist sogar bekannt. Ich sehe hier auch Passwort 01 hier mit einem 0 und Ausrufezeichen. Also ich bin jetzt so quasi an ein Administrator-Passwort gekommen. Einfach, dass man das auch mal kurz gezeigt hat. Gut, was wir jetzt aber machen wollen, ist, wir haben Systemrecht. Ich will auch nicht jedes Mal die ganzen Cracks durchspielen. Wir machen jetzt Persistenz auf dem System. Das heisst, und für das habe ich mir jetzt als Fernsehkoch natürlich ein paar Kommandos kopiert. Ich will die nicht immer von Hand eingeben. Ich mache dann eine zweite Konsole auf. Da habe ich jetzt so ein Kommando, MSF Venom. Das ist ein Tool, mit dem kann ich mir quasi ein Executable machen, das ich dann auf das System kopieren tue. So,
Ich tue hier mit dem MSF Venom Tool so eine Executable bereitstellen lassen. Ich habe das Kommando schon kopiert. Dann tut man so eine WinUpdate-Exe-Datei erstellen, die ich nachher auf das System über kopieren tue. Ich mache jetzt hier auf der rechten Seite mal schnell die Fenster zu. Die brauchen wir nicht. Wenn der hier links die Datei erstellen tut. Sehr gut. Jetzt hat er mir die Datei erstellt. Ich kann jetzt hier die Command Line dazu machen. Ich wechsle jetzt wieder auf die zurück, wo meine Metapreter-Shell läuft. Das heisst, ich kopiere den WinUpdate-Exe aufs System über. Das ist jetzt ein blödes Ort dort. Das habe ich jetzt dort beim Benutzer einfach dort in einen Ordner gemacht. Wenn ich hier auf Users gehe, C, User, Siehe, User. Das ist jetzt in dem Hauptverzeichnis. Normal würde ich es natürlich ein bisschen besser verstecken. Gut, das Nächste ist, ich wechsle jetzt wieder auf die Command Line von dem Rechner rüber und tue jetzt dort eigentlich meine Persistenz anlegen. Das heisst, ich bin Administrator, ich kann hier ein Schedule Task machen. Ich tue jetzt hier auch das Kommando einfach wieder kopieren. Ich kann das ein bisschen wegmachen. Da. So. Gut, ich habe mir jetzt das Kommando geholt. Ich kopiere jetzt hier das Kommando hier rein schlussendlich. Mache hier Enter. Und er hat mir jetzt hier ein Schedule Task angelegt bei dieser WinUpdate-Exe, wo halt jedes Mal, wenn der Rechner neu startet, die Exe startet, mir den Command- und Control-Kanal nach Hause aufmacht, dass ich dort quasi die Persistenz habe, nicht immer die ganzen Spiele durchmachen muss. Was man hier auch machen kann, ich habe jetzt mich zwischenzeitlich auf dem System ein bisschen umgeschaut. Ich habe hier herausgefunden, er hat dort unter Dokumenten so einen Geheimordner. Den finde ich eigentlich ganz spannend. Haben wir jetzt auch das Kommando schon parat gemacht. Ich tue mir jetzt dort einfach auf der Konsole, muss jetzt wieder auf die Metapreter-Konsole wechseln. Das ist die falsche. So. Gehe hier auf der Windows-Konsole wieder raus, Exit. Bin wieder auf meiner Metapreter-Konsole und füge hier jetzt das Kommando rein. Das heisst, das ist Download. Was ich jetzt gemacht habe, ist ja quasi von seinem Dokumentordner die Dateien hier bei mir in meinen Dokumentordner abkopiert und könnte die jetzt hier weiterverwerten. Das ist auch das, was Hacker machen normalerweise, bevor sie jetzt eine Umgebung verschlüsseln. Oder was auch immer machen, tun sie halt geschäftsrelevante Daten abziehen, dass man halt erpressbar ist oder für Spionage, für was auch immer. Ich hoffe, ich konnte an dieser Stelle doch ein bisschen zeigen, was man hier an Möglichkeiten hat, so als Hacker. Auch mit Bordmitteln weitgehend, wo halt ein Virenscanner keine Chance hat, wo es dann eben andere Dienstleistungen braucht, wie vielleicht ein Managed Threat Response Dienst, wo man halt tätige Vorgänge finden kann und unterbinden kann. An dieser Stelle würde ich wieder dem Jannik übergeben. Merci vielmals. Vielen Dank, Sascha. Das ist sehr interessant. Ich bin ein grosser Fan von Kali Linux und Demos mit dem Kali Linux. Vielen Dank dafür. Es ist ja kurz erwähnt worden, auch vorher. Wir haben vieles abgeschaltet. Man sieht es auch hier in der Folie. Das ist nicht das Einzige. Wenn wir jetzt das zusammennehmen, dann sehen wir, wie viele Technologien wir abgeschaltet haben für diesen Teil. Das war eine riesige Ladung und über die Zeit haben wir sogar selbst feststellen, dass immer mehr Technologien dazukommen, auch von unserer Seite, die darauf reagieren. Ihr seht, es war ein ganzes Arsenal. Darum nochmal, was wir auch vorher erwähnt haben. Antivirus, der traditionelle von früher, der genügt Stand heute mit den Schutzmechanismen nicht mehr. Von dem her ist unsere Empfehlung, überlegt euch gut, was für eine Next-Gen-Endpoint-Security-Lösung ihr einsetzt. In unserem Fall heisst die Sophos InterceptX und zusätzliche Elemente werden wir nachher noch zusammen in Erfahrung bringen. Vielleicht noch kurz ein Fazit, auch zum Thema in den letzten 5 Jahren. Was ist so ein bisschen passiert, um bis an diesen Punkt hinzukommen? Es hat vermehrt Angriffe gegeben, die von extern gekommen sind, über RDP, also Remote Desktop Protocol, Remote Desktop Services. Und solche Angriffe haben dazu geführt, dass man mit Bordmittel von Windows versucht hat, die erhöhte Berechtigungen zu bekommen, einen Administrator hinterlegen, sich versteckt mit Skripts im Start verstecken, ähnlich wie das auch vorher erwähnt worden ist und wie das auch mit Kali Linux sehr einfach machbar wäre. Und natürlich auch die Updates, dort muss man immer dahinter sein, immer updaten, immer patchen. Und wenn man dort nicht rechtzeitig unterwegs ist, dann kann es dazu führen, also mit dieser Verspätung sich ein Tor nach innen öffnet. Dagegen brauchen wir Werkzeuge, spezielle Werkzeuge, die wir zur Verfügung stellen können.
Und zwar in Form von Do-it-yourself oder im interessanteren Teil, den ich Ihnen da gerne vorstellen würde, namens Managed Threat Response. Managed Threat Response ist die Sophos hauseigene Lösung 24x7. Es ist unser SOC-Team, also unser Security Operations Center, woraus unsere Experten sich 24x7 um eure Umgebung kümmern und schauen, dass sie abgesichert ist, dass kein Angriff stattfinden kann in eurem Unternehmen und schon frühe Indikatoren, wir nennen das Signal, frühe Indikatoren und Indizien dazu führen, dass unsere Leute das als Menschen genauer anschauen. Es ist eine grosse Mannschaft, 24x7. Wir übernehmen die Forensik für euch, wir stellen euch aber auch die Werkzeuge zur Verfügung. Wie das genau aussieht, können wir hier nochmal in dem Beispiel vom Leistungsumfang schnell zusammen anschauen. Auf der mittleren und rechten Seite sehen wir eine Standard- und Advanced-Edition von diesen zwei Lösungsansätzen, die wir mitbringen. Das heisst, wir bieten euch nicht nur den Schutz gegen moderne Angriffe. Wir gehen sogar einen Schritt weiter, dass jeder, der probiert, so einen Schutz zu überwinden von den modernen Angriffen, abgefangen wird durch unsere Spezialisten vom Managed Threat Response Team. Und das machen wir mit diesen beiden Editionen, je nach Leistungsumfang. Für den einen oder anderen unter euch, der vielleicht durch das Mutterhaus, ich sage jetzt mal nicht gezwungen wird, aber das Vorgehen mitbekommt, wo er sagt, nein, er muss die Lösung brauchen, die das Mutterhaus ihm vorgibt. Der ist bei uns auch nicht ganz allein gelassen. Den können wir trotzdem unterstützen mit der Managed Threat Detection Lösung. Wir können also unsere Technologien in einer Art Monitormodus mitlaufen lassen, um die Möglichkeit zu geben, unseren Forensikern zu schauen, ob auf diesen Systemen etwas passiert, wo wir normalerweise etwas unternommen hätten. Es ist eine rein informative Lösung. Wir blockieren also dort im Gegensatz zu den anderen Editionen nicht, weil auch unsere Sicherheitslösung dort nicht mitgegeben wird. Aber auch da geben wir eine Unterstützung für Dritthersteller, sage ich jetzt mal so, von Security-Lösungen auf dem Endpunkt selber. Unabhängig von der Standard- oder Advanced-Edition im Bereich MTR, also von dem Managed-Dienst, vom Managed-SOC von Sophos, der sich darum kümmert, die Umgebung von Ihnen zu schützen, von den Kunden von uns zu schützen, kann man eine Zusammenarbeit mit dieser Mannschaft auswählen. Wir haben eine Benachrichtigung, eine Zusammenarbeit und eine Autorisierung. Wer sich also nicht sicher ist, wie die Leute bei uns agieren, darf das auf eine Benachrichtigung stellen und mal schauen, was hätten wir unternommen. Wir würden also benachrichtigen und sagen, das hätten wir gerne unternommen. Aber ihr müsst das selber machen. Eine Zusammenarbeit heisst eine Kontaktaufnahme mit der lokalen IT oder mit dem Integrator des Vertrauens, in dem Fall natürlich Dachermann, der dann auf euch zukommen und an dem Problem wird arbeiten, zusammen mit unseren Leuten. Oder eine Autorisierung, wo wir dafür sorgen, dass auch am Morgen um 3 Uhr, wenn die meisten Angriffe stattfinden, das ist interessant, weil die Zone, die, wir nennen das auch so die zentralasiatische Zone, wo auch eben Russland zum Beispiel inkludiert, dass in dem Rahmen jetzt sehr viele Angriffe halt in den Nachtstunden stattfinden, dass dann gerade etwas unternommen wird und neutralisiert wird, so wie das unsere Leute machen, wenn sie mit der Modusautorisierung unterwegs sind. Das ist eine kleine Zusammenfassung, was wir mit dem Managed-Dienst anbieten. Also nebst den Sicherheitslösungen kommt die menschliche Intelligenz noch dazu. Kurze Zusammenfassung möchte ich Ihnen gerne noch bieten. Und zwar haben wir gesehen, der Schutzmechanismus bringt InterceptX. Das heisst, wir haben einen Schutzmechanismus, der durch den Endpunkt gewährleistet wird. Der macht das eigenständig. Dann haben wir eine sogenannte XDR-Lösung. Das ist der Werkzeugkasten, den wir euch mitgeben würden, wenn ihr selber forensische Abteilungen habt, wenn ihr selber forensische Wände betreiben, das muss man händisch betreiben und das muss man, damit muss man arbeiten. Und wenn man das eben nicht kann, aus zeitlichen Gründen, aus Ressourcengründen, dann wäre Managed Threat Response von unserem Sophos-SOC in Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Dachermann, die richtige Lösung für euch, damit ihr State of the Art geschützt sind und somit auch zum Beispiel für eine Cyber-Security-Versicherung compliant werdet. Das ist sehr wichtig, noch ein Punkt. Last but not least möchte ich noch mal schnell über Rapid Response reden. Warum Rapid Response? Rapid Response ist ein Dienst, den wir haben. Und der Dienst greift im Normalfall bei, sagen wir, 2/3 nicht Sophos-Kunden und 1/3 Sophos-Kunden. Das Rapid Response Team ist eine Notfall-Feuerwehrabteilung. Die kommt, wenn die Hütte brennt, wie wir immer so schön sagen. Die kommt zum Einsatz, wenn die vorhandene Installation falsch konfiguriert ist, nicht richtig am Laufen ist,
oder wie in den meisten Fällen halt nicht unsere Lösungen einsetzt oder dementsprechend mit anderen Lösungen einfach Probleme haben. Wenn also richtig etwas los ist, ein aktiver Angriff am Laufen ist, dann ist unser Rapid Response Team für Sie da zur Verfügung. Im Notfall, wenn Sie es hören von einem Unternehmen, kommen Sie einfach auf die Achermann zu. Wir organisieren Ihnen die Notfallmannschaft, damit Sie mit dem kleinstmöglichen Schaden und mit der bestmöglichen Analyse, wie es überhaupt so weiterkommen kann, rauskommen aus dem Vorfall. Nochmal kurz, was in einer Dienstleistung so enthalten ist von einem Rapid Response Team. Das ist ein Incident Response Team, das 24x7 genommen ist und kümmert sich dann über 45 Tage lang bis zum Lösen des Problems. Die meisten Probleme oder die meisten Vorfälle, Entschuldigung, werden innerhalb 2 Wochen gelöst und der Rest der Zeit bleibt man unter Beobachtung. Das ist unser Notfallteam noch. Wir hoffen, dass Sie das nicht mitnehmen, dass Sie mit den Schutzmassnahmen und proaktivem Schutz von Managed Threat Response da die richtige Lösung für sich findet. Das ist auch das Produkt, das eben für uns State-of-the-Art Security bedeutet, für uns als Sophos. Und zum Schluss möchte ich Ihnen, wie vorher versprochen, noch den Link mitgeben zu ProxyShell. Sehr interessant, wenn Sie einen lokalen Exchange noch haben, einfach mal kurz durchlesen. Es gibt immer interessante Informationen und Takeaways, die man so schön mitnehmen kann. Und damit würde ich sagen, nähern wir uns schon am Ende zu. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die Sie heute investiert haben. Ich hoffe, es war spannend. Sie dürfen jederzeit aufs Team von Achermann zurückkommen. Die werden uns mit ins Boot nehmen. Und wir sind auch ganz froh darüber, wenn wir Ihnen mal persönlich etwas zeigen dürfen. Auch vielleicht zum Thema Lifehack oder zu den Schutzmechanismen. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich und gebe zurück an Rolf und an die Mannschaft, die das so super organisiert und koordiniert. Ich freue mich, live dann die Fragen mit Ihnen noch beantworten im Nachhinein. Haben Sie es gut. Herzlichen Dank, Yannick. Vielen Dank, Sascha, für die wirklich spannenden Ausführungen. Jetzt sind wir live in der Live-Lounge wieder zu Kriens und wir starten mit unserem Live-Talk. Das ist der Moment, wo Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sich einbringen können. Stellen Sie Ihre Frage im Chat. Die Fragen landen bei mir hier live auf einem kleinen Tischchen und dann können wir die entsprechend rauspicken und beantworten. Wie erwähnt, Yannick und Sascha sind jetzt zugeschaltet aus ihrem Homeoffice, wo wir sie nachher beiziehen können, sollten sie Fragen beantworten können. Und auf der anderen Seite ist bei mir im Studio der Michael Kretschmann. Er ist seines Zeichens auch von der Sophos und ist der Manager Channel, das heisst, er ist unser Ansprechpartner von der Sophos bei der Achermann. Michi, schön, bist du bei uns hier. Ja, vielen Dank auch für die Einladung und vor allem speziellen Dank für die jahrelange Zusammenarbeit als Sophos Platinum Partner. Ihr tragt unsere Lösungen und Security-Ansätze kompetent im Markt raus. Vielen Dank dafür. Danke vielmals. Machen wir natürlich gerne mit so einem starken Partner. Aber jetzt gehen wir in die Fakten. Kein Tag, wo nicht irgendwie eine Schreckensmeldung kommt. Eine Firma ist angegriffen worden, irgendein Institut ist angegriffen worden, Daten sind verschlüsselt worden. Definitiv der Beweis, dass wir jetzt live sind, ist die Meldung von 20 Minuten von gestern, wo es geheissen hat, Hacker stellt Kundendaten von Zürich Versicherung online. Ist jetzt nicht der klassische KMU, aber Michi, ich stelle bei den Gesprächen mit den KMUs doch eine gewisse Sorglosigkeit fest. Im Sinne von, ich bin ja gar nicht interessant und wer will schon meine Daten? Ich bin ja nicht unbedingt gehören zum Beuteschema. Was muss noch passieren? Also mit dieser Feststellung stehen wir nicht alleine da. Wir stellen das auch fest, dass KMUs, wenn es um die heutigen Attacken geht, immer noch so ein bisschen in einer alten Welt leben und nicht wahrnehmen wollen, dass Strategie und vor allem Zielgruppe die letzten paar Jahre geändert hat. Natürlich ist es aus monetärer Sicht noch für einen Cyberkriminellen hochinteressant, ein Grossunternehmen zu attackieren. Es ist aber auf der technischen Seite natürlich auch viel schwieriger, weil so Grossunternehmen natürlich weitaus mehr personelle und technische Ressourcen haben. Also schwenke ich meinen Fokus natürlich auf ein KMU, wo weitaus weniger Ressourcen zur Verfügung hat und dementsprechend auch größere Schwachstellen hat. Was die meisten KMUs nicht bedenken, es ist ja nicht unbedingt ihre eigene Firma, die zwingend in jedem Fall attackiert wird, sondern der Cyberkriminelle nimmt oft das KMU als Trittbrett, um
seine Kunden, also Kunden vom KMU, können weiter zu attackieren. Und dort kann natürlich weitaus ein grösseres Unternehmen dahinter stecken. Und das ist der fatale Gedanke, den viele KMUs haben. Das, was wir in den Schlagzeilen lesen, ist natürlich nur die Spitze vom Eisberg. Also viele KMUs, die attackiert werden, poppen gar nicht auf in den Medien, weil es einfach viel zu viele sind. Der Yannick hat ja auch etwas erwähnt in die Richtung, das Angriffsmuster, wo ja nicht die eigentliche Firma, das eigentliche KMU im Profil oder im Beuteschema liegt, sondern die daraus resultierenden Daten oder Kundendaten von ihren Kunden wieder. Jetzt, Sascha, wir waren tief beeindruckt von deinem Hackerangriff. Der ist ja wahrlich gelungen, aber Hand aufs Herz. Davon ausgehend, sind da nicht alle Schutzmechanismen komplett ausgeschaltet worden, damit du so tief hast eindringen in das System? Ist das jetzt wirklich ein krasser Fall gewesen, oder ist das womöglich ganz ein praktischer Fall gewesen? Danke für die Frage. Also wir haben sie im Anschluss vom Hack auch noch erwähnt. Wir haben von unserem Intercept-X-Produkt quasi praktisch alle Schutzfunktionen müssen abschalten. Es war ja nur der Hack ist ein Platzhalter gewesen. Wir haben ja dort Technologien, Techniken, Taktiken genutzt, die teilweise heute noch funktionieren, teilweise in der Vergangenheit funktioniert haben. Einfach zum demonstrieren, wie so ein Ablauf ist. Also generell, ich muss einen Fuß bekommen, ich tue irgendwie Persistenz machen, mich lateral fortbewegen und so weiter. Und das, was ja der Hacker auszeichnet, ist ja der Hersteller Microsoft oder Schutztechnologiehersteller wie jetzt Sophos. Wir bauen natürlich Technologien, wenn ein neuer Angriff bekannt wird, machen wir eine Signatur dazu oder bauen eine Technologie, die das blockt. Und das, was halt der gute Hacker auszeichnet, ist, dass er eben einen Weg drumherum findet. Das ist ja das Katz-und-Maus-Spiel. Also, ich möchte jetzt das nicht eins zu eins nehmen, der Hack, oder? Es hätte natürlich 100 verschiedene Wege in die Firma gegeben. Es hätte 100 verschiedene Wege können machen, wenn ich ein Ziel erreiche. Es war ein Platzhalter für quasi Tausende von Technologien und die Kreativität der Hacker sind ja keine Grenzen gesetzt. Das auch der Hack, den du erwähnt hast. Ich bin überzeugt, die Versicherung, die da jetzt wieder angegangen worden ist, die wird eine Firewall noch vor Ort haben, die wird ihren Webfilter haben, die wird irgendeinen Virenschutz haben. Also man kann ja nicht sagen, die haben sich keine Mühe gegeben, sondern es ist tatsächlich eben, die Kreativität ist, finde ich, der Weg rundherum. Sei es mit Bordmitteln oder halt mit neuen Schwachstellen, wie es jetzt auch beim iOS wegen mir war, die jetzt noch mal geheissen. Ich möchte vielleicht eine Anschlussfrage stellen, die aus den Teilnehmern, aus den Zuschauerkreisen kommt. Ich tue das zitieren, damit ich sicher nicht falsch sage. Jeder Payload mit dem Shikata GA, nein, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Encoder, wird immer und von jedem Antivirus erkannt. Wurde der Antivirus auf Ihrem Testsystem deaktiviert? Das ist eigentlich eine Anschlussfrage auf die Frage, die wir gerade jetzt diskutiert haben. Was kannst genau, du da noch ergänzen? Das stimmt so. Das ist bei uns, wir haben es gesagt, es ist tatsächlich deaktiviert worden. Und eben, es ist ein Platzhalter. Das ist schon bis vor, ich sage jetzt, ja, knapp zwei Jahre kann man sagen, 2019 herum, ist das noch relativ erfolgreich gewesen mit dem Shikata Ganei. Also das ist, die Virenscanner-Hersteller haben aufgerüstet. Dort gibt es natürlich wieder zwischenzeitlich andere Methoden, wie ich das encodieren kann. Also das heisst ja nur, ich tue quasi den Code verstecken oder verpacken, dass das halt für einen Virenscanner oder eine Schutztechnologie nicht offensichtlich böse ist. Und wenn halt etwas erkannt wird, dann kommt der Programmierer daher, baut eine neue Methode, wie das verpackt wird. Und dann ist das eine Weile lang wieder erfolgreich. Also eben, nehmen wir das jetzt nicht spezifisch, dass Shikata kann. Nein, es ist wirklich nur Platzhalter für beliebige Technologie, wenn ich Code verstecken kann. Gut. Der Yannick hat uns aufgezeigt, das MTR. Und jetzt angenommen, ich hätte das bereits implementiert, den Service. Und jetzt wäre das passiert, oder das passiert, was jetzt der Sascha mit uns da verursacht hat. Wann wären die Experten, die Spezialisten vom MTR denn von der Sophos aktiv geworden? Wo hätten sie da zugeschlagen oder alarmiert? Eine sehr gute Frage, Rolf. Es ist tatsächlich so, dass unser MTR-Team sich auszeichnet, also unser Managed SOC, wenn man so möchte, sich auszeichnet, dass sie eben so früh wie möglich agieren. Und die Frühwarnsysteme oder die Frühwarn, wir nennen das
auch Abfragen, Frühwarnsignale, die wir dadurch erhalten. Das sind die wir Ausschau halten. Wir wollen so früh wie möglich wissen, wenn zum Beispiel eine E-Mail hingekommen ist, wo sich einfach verdächtig verhalten hat, eine kurze Zeit später. Und schon das Frühwarnsystem vom verdächtigen Verhalten ist das, was wir abfangen wollen. Und das in einem zweiten Schritt, wenn so ein verdächtiges Verhalten von einer E-Mail, wo zum Beispiel ein Attachment drin hat oder ein Skript drin hat oder einen Link ausführt, wenn sich das verdächtige Verhalten sollte bestätigen, dass dort etwas dahinter ist, dann tut unser MTR-Team ihre Findings, also was gefunden worden ist, am Kunden weitergeben oder unternimmt selber Massnahmen, um das Ganze zu neutralisieren. Das hängt davon ab, wie der Kunde das dann eingestellt hat. Sollen wir aktiv werden, sollen wir nur informieren. Aber das würde ganz am Anfang passieren. MTR zeichnet sich eben durchaus, dass sie am Anfang ganz früh mit dabei sind. Später, je tiefer ihr, dass der Schadcode kommt und der Angreifer auch würde kommen, dann greifen dann auch unsere Technologien noch dazu. Das heisst, später, wenn Malware auf der Maschine würde sein, würden ganz viele Alarmglocken losgehen, die Sofortlösung würde anschlagen. Aber man muss können interpretieren, warum ist jemand überhaupt so weit gekommen? Und in dem Frühwarnsystem ist MTR die richtige Lösung. Okay, danke für die Ergänzung, Yannick. Jetzt noch einmal, Michi, wir sind beide sehr viel bei den Endkunden draussen und ein Thema, das jetzt zunehmend ein Thema ist, wo auch immer wieder die Frage gestellt wird, sind die Cyberversicherungen. Es kommt so eine Parallelindustrie auf. Cyberversicherung, ja, nein. Empfehlung Sophos, Empfehlung Kretschmann. Empfehlung Sophos und Kretschmann, würde ich sagen. Also wir sehen Cyberversicherung als ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil innerhalb einer Sicherheitsstrategie. Das Thema ist halt, dass viele Kunden nicht genau bewusst sind, was so eine Cyberversicherung alles abschließt. Also ich sage mal, der wichtigste Punkt ist sicher die Kostenübernahme bei der Wiederherstellung. Also wenn man jetzt auf das Thema bei Sophos, MTR und eben unser Rapid Response Team, sprich die Feuerwehr von der Sophos, wenn die zum Einsatz kommt, eben die Wiederherstellungskosten, die man abdecken kann, das ist mal ein Aspekt. Aber es gibt natürlich noch andere Aspekte. Da sind wir wieder beim Thema Einfallstor für andere Kunden. Haftpflicht ist ein Thema, das dort drin ist, das abdeckt ist. Und dann gibt es natürlich noch Krisenmanagement und Social Engineering. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Attacke habe und mein E-Banking, meine Zahlungen werden umgeleitet innerhalb des Unternehmens. Also das sind alles Aspekte, die muss man anschauen. Definitiv Sophos, ja, Cyber-Security-Versicherung, ein wichtiger Bestandteil eines Security-Managements. Gut, wir gehen jetzt da nicht die Diskussionen aus Versicherung gegeneinander ausspielen, das ist nicht unsere Rolle. Die Yannick hat uns das MTR vorhin noch einmal ergänzend erklärt. Der kleine Bruder, sage ich jetzt mal, ist ja der XDR. Also du hast es genannt, Do-it-yourself-Baukasten quasi. Für wer ist der geeignet und für wer ist der eher nicht geeignet? Das ist tatsächlich eine Frage, die in dem Begriff, die Akronyme, erwähnt, also sich auch dann stellt als Kunde, als Reseller, stellt man sich die Frage, oder was ist das Richtige für mich? Und ich habe gesehen, aus der Erfahrung heraus, jetzt mehr als das, was ein Analyst empfiehlt oder was vielleicht die Industrie empfiehlt, aus der Erfahrung heraus, sind das auf der einen Seite grosse Unternehmen, die eine eigene IT-Sicherheitsabteilung haben, ich sage jetzt mal ein eigenes Security Operations Center, sei das jetzt gross ist, sei das jetzt ein bisschen kleiner ist, in beiden Grössen können Sie die Werkzeuge einsetzen. Man muss sich bewusst sein, es ist ein Zeitaufwand damit verbunden. Und wenn man das richtig bedient, dann ist man täglich mit dem Werkzeug unterwegs. Die andere Seite sind auch Unternehmen, die das als Dienstleistung möchten anbieten, also Technologieunternehmen, die sagen, wir bieten das an, wir überwachen eure Umgebung. Im Fall von Sophos eben haben wir uns dazu entschieden, dass wir das auch selber anbieten, unter dem Namen von MTR. Also XDR-Lösungen ist für, ich sage, Technologieenthusiasten, die das täglich auch brauchen wollen, und für größere Unternehmen, die Kapazitäten und Know-how haben in die Richtung zum Forensikbetreiben und zum eben die frühen Indikatoren von einer möglichen Bedrohung, von einem möglichen Angriff können abzufangen. Danke vorerst. Theoretisch wären wir jetzt am Ende der Zeit von dem Online-Event angelangt. Selbstverständlich, es ist Ihnen freigestellt, noch ein paar Minuten mit uns hier zu verbringen. Weil es ist noch eine spannende Frage reingekommen. Und auch damit ich sie richtig stelle, zitiere ich sie eigentlich, wie sie gestellt worden ist aus dem Livestream. Wie würden Sie eine Webseite schützen, welche hunderte User mit verschiedenen Zugangsrechten abhandelt?
Diese User können nur bedingt geschult werden. Thema Phishing. Die Daten in der Webseite sollten geschützt sein. Das ist jetzt mehr so eine, ja, ein Stellungsnahme, aber schlussendlich ist auch eine Frage damit verbunden. Wer will das beantworten von den Kollegen? Oh, das ist jetzt noch schwierig dort, wenn man das genaue Szenario nicht kennt. Es gibt natürlich verschiedene Technologien und auch verschiedene Angriffsvektoren für eine Webseite. Ich meine, wenn ich selber host, also Klassiker für eine Webseite zum Schützen ist normalerweise ein Web Application Firewall, ein Reverse Proxy, ist sicher ein guter Start, dass man den Webdienst, sagen wir mal, gegen so klassische Angriffe, SQL Injection, Cross-Site Scripting Attacken, was halt dort alles gibt, schützen kann. So Schwachstellen, das ist das eine. Also da die technischen Angriffe und dann gibt es natürlich noch die menschlichen Sachen, eben, keine Ahnung, also mit verschiedenen Rechten. Also wie gehe ich mit Benutzerrecht um? Also dort gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Ansätze. Das ist jetzt auf die Schnelle noch schwierig zu beantworten. Das ist auch nicht so Security. Man gehört Wer immer nicht. Die Frage gestellt hat, das sind ja anonyme Fragen, der kann sich noch einmal mit uns in Verbindung setzen, damit man das auch spezifisch ohne das grosse Plenum kann beantworten. Aber der Mensch ist halt nach wie vor das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Und dementsprechend auch die nächste Frage. Man muss die Mitarbeiter schulen, dass sie keine Links öffnen oder Buttons aktivieren. Was man nicht kennt, wird nicht angeklickt. In der Regel. Janik hat es anders gesagt. Oder, Updates werden nur vom Systemverantwortlichen ausgeführt und oder berechtigt. Wir gehen da ein bisschen in die Sensibilisierung, in die Awareness-Thematik hinein. Kann da noch jemand Stellung dazu nehmen, zu dem den Mensch? Wie kann man den Mensch sensibilisieren in dem ganzen Cybersicherheitsthema hinein? Ja, also aus nicht-technischer Sicht haben wir bei Sophos natürlich da auch eine Lösung. Also wir haben ein Training-Tool, respektive ein Phishing-Attacking-Simulationstool, nennt sich PhishThread. Und das wäre jetzt mal aus Tool-Sicht mal ein Ansatz, den man könnte einsetzen könnte, indem ich also gefakte Phishing-Attacken starte und dementsprechend auch verschiedene Zielgruppen innerhalb von meiner Firma kann attackieren. Natürlich nur eine gefakte Attacke. Mit dem verbunden sind dann auch Trainings- und auch Analyse-Tools, wo ich kann genau schauen kann, wer ist jetzt da reingeht auf den roten Knopf, den man eben nicht drücken sollte. Also provozierte Angriff. Richtig. Aber Scheinangriff, richtig, wo man das Verhalten des Mitarbeiters ein bisschen antesten kann. Das klingt gemein. Oder wie ist die Erfahrung so in der Praxis, wo man das schon ausgerollt hat? Ja, gemein. Es ist natürlich, es geht um Training, um Awareness arbeiten. Es geht darum, um meine Firma zu schützen. Und ob das gemein ist, wenn ich meine Firma schütze, sei jetzt mal dahingestellt. Nein, ist gut. Also, wir haben das auch schon dürfen bei Kunden realisieren und es ist teilweise erschreckend, was da für Scheinergebnisse nachher rauskommen. Ich habe noch mal eine Frage bekommen. Also, wie gesagt, es ist Ihnen freigestellt, da bei uns zu bleiben oder nicht. Die Frage ist, es tönt so, als ob man heute ohne ein aktives Monitoring durch einen Cybersecurity-Experten, wir haben es wieder das Thema, fast keine Chance mehr hat und nicht ein Opfer eines erfolgreichen Angriffs zu werden scheint. Ist das so? Also ist es alternativlos, ohne Cybersecurity-Experten nur noch Problem? Kollege Technik? Das kann ich vielleicht schnell übernehmen, Sascha, wenn es für dich in Ordnung ist, weil ich auch einen MTR-Teil gemacht habe. Also die Kurzantwort ist tatsächlich ja. Das ist, ich sage es natürlich aus Sicht von jemandem, der die andere Seite sieht, wenn die Rapid Response Fälle kommen, die Leute und Administratoren mit Tränen in den Augen. Leider haben wir auch in der Schweiz solche Fälle, auch dieses Jahr viele gehabt. Und darum kann ich sagen, ja, absolut, ohne einen Zweifel. Und man sieht es auch, wenn ihr eine Cybersecurity-Versicherung abschliessen wollt, wird das jetzt mehr und mehr als Voraussetzung, damit ihr überhaupt abschliessen und unterschreiben könnt, müsst ihr als Voraussetzung erfüllen, dass ihr als Unternehmen ein Security Operations Center habt, wo das überwacht für euch. Wenn ihr das nicht habt, kommen wir keine Cybersecurity-Versicherung über. Also das nimmt mehr und mehr zu. Ich vermute mal, in einem Jahr, zwei wird das ohne nicht mehr gehen. Und die Tendenz geht absolut in die Richtung. Und jeder grosse, namhafte Hersteller, der im Security-Bereich, zum Beispiel im Endpoint-Bereich oder im Netzwerk-Bereich zu Hause ist, könnt ihr schauen, das ist das, die Dienstleistung, die am meisten angeboten wird, weil einfach die Technologie
wird und wird besser, aber der Angreifer will immer einen Schritt vorne sein. Und der kleine Vorteil, den er sich mit der Kreativität von 24 Stunden Probe verschafft, da haben wir auch Leute, die sind auch die 24 Stunden dort und halten dagegen. Ich finde ein bisschen den Nerv von der Zeit zu treffen, weil es ist bereits eine Anschlussfrage gekommen, wo ich im Janik schnell durchschnaufe. Die MTR-Lösung ist wirklich äußerst interessant. Frage, zum Beispiel bei einem Zero-Day-Exploit, wo ein Client beispielsweise Daten verschlüsselt, macht ihr nur eine Notification und Analyse oder blockiert ihr bei diesem Gerät den Zugriff auf das Netzwerk? Also da ist jetzt darum gegangen, ich bin nicht sicher, ob ich die Frage jetzt ganz verstanden, weil es ein bisschen länger ist. Also die Frage ist, ob bei einem Zero-Day-Exploit verschlüsselt er nicht. Das wäre ja ein Zero-Day-Ransomware, also ein Zero-Day-Verschlüsselungstrojaner. Exploit bedeutet, eine Schwachstelle ausnutzen. Durch die Schwachstellausnutzung könnte man aufs System gehen. Auf dem System muss ich dann ein Stück Software nachladen oder ein Skript, wo mir erlaubt, eine Verschlüsselung durchzuführen. Es ist so, dass das MTR-Team dafür sorgen muss, dass das schon gar nicht zu einer Ausnutzung von einer Schwachstelle kommt. Und das ist ihr Job. Also das MTR-Team greift schon viel früher ein und muss auch viel früher eingreifen. Das ist ihr Job, dass sie den Zero-Day-Angriff abwenden können. Sollte es ohne MTR-Team so weit kommen, dass jemand auf das System Zugriff bekommt. Ihr könnt das mit der Proxy-Shell-Schwachstelle, die ich auch öfters da erwähnt habe im Vortrag, vorstellen. Dass jemand durch einen Exchange, der von außen immer erreichbar ist, dass man durch den immer ins System einkommt wieder. Und dann versucht jemand etwas nachzuladen, sich breit zu machen. Und dort war auch der Moment gewesen, wo unsere Security-Lösung gegriffen hat. Und das wäre auch der Moment, wo man zum Beispiel eine Ransomware muss abwenden muss. Also ein Verschlüsselungstrojaner, sobald wir Informationen haben, dass der Verschlüsselungstrojaner dort ist, sich breit machen, ausgeführt werden, haben wir Dutzende von Technologien, die der Verschlüsselungstrojaner abfangen werden und blockieren werden, unabhängig von Signaturen. Das ist sehr ein tiefes Thema, ein sehr spezifisches Thema. Und da werden wir Sie auch einladen, nach dem Event mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir Ihre spezifischen Thematiken kann behandeln. Behandeln auch durch Kollegen von der Sophos-Experten. Ich möchte als abschließende, abrundende Frage noch sagen, der Janik hat geredet von der Evolution der Bedrohung. Es war erschreckend, was die nächsten 10 Jahre oder die letzten 10 Jahre sich so entwickelt hat. Wagst du eine Prognose in die Zukunft? Was kommen noch für Angriffsmuster auf uns zu die nächsten Jahre? Ich traue die Frage kaum zu stellen, aber was denkst du, kommt noch? Ja, Vorhersage machen, die grösste Herausforderung auch für mich. Ich habe mir auch die Frage selber schon ein paar Mal gestellt in der Vergangenheit. Was kommt als nächstes? Ich denke, es ist ja so, dass etwas Revolutionäres erfinden ist schwieriger als ein bewährtes System weiterzuentwickeln. Während die Angreifer auf das bewährte System setzen, wir haben es gehört am Anfang, ein Viertel zahlt. Das heisst, 3/4 zahlen nicht. Von diesen 3/4 hat man angeholfen und gesagt, wie wäre es, wenn wir eure Daten jetzt veröffentlichen, also nicht nur verschlüsseln, da gibt ja anscheinend nicht genug Druck, veröffentlichen, und schon zahlen wieder mehr von diesen 3/4. Dann ist man ja jetzt einen Schritt noch weiter gegangen und hat gesagt, mit wem haben die Geschäftsbeziehung gehabt? Die gehen wir auch an, dann zahlen noch mal ein bisschen mehr Leute. Das heisst, man tut den Weg perfektionieren. Und ich gehe davon aus, dass die Zukunft dort liegt, dass einfach bestimmte Gruppen von Angriffen sich auf einzelne Kunden werden weiterhin konzentrieren und dass sie mit dem System werden weiterfahren und schauen, wie viel mehr können sie rausholen durch die Daten, die sie gestohlen haben. Das heisst, wenn ich da in die Zukunft schaue, in die Glaskugel, würde ich sagen, Analyse von den gestohlenen Daten, um zu schauen, was können sie erpressen? Können sie es an einer DSGVO-Entity melden und somit Druck auf den Kunden ausüben? Wo können sie wo können sie noch mehr rausholen in dieser Richtung? Also gezielte Angriffe von bestimmten Teams, die genau wissen, was sie damit erreichen wollen. Das wird fokussiert werden und verbessert. Zukunft wird es zeigen, wird es leider zeigen. Und wir merken ja im Rahmen von unserem 360-Grad-Informationssicherheits-Framework, das ist wirklich von grossem Interesse. Wir haben ja auch jetzt in dem Stream sind ganz, ganz viele Leute. Also die Teilnehmerzahlen nehmen immer zu. Und was haben wir jetzt erreichen jetzt mit dem 360-Grad-Info-Security-Vortrag von heute? Wir wollten sie sensibilisieren.
Ganz wichtig, was wir nicht machen wollen, ist Angst verbreiten. Zugegeben, der Titel dieser Veranstaltung hat schon ein bisschen gewisse harte Wörter drin gehabt, die Waffen der Cyberkriminellen. Aber ich glaube, es ist auch ein kleiner Weckruf, damit man sich mit seinem Unternehmen mal auseinandersetzt, mit seiner ICT-Strategie oder Security-Strategie. Und die Schutzmechanismen haben Sie gesehen. Und da natürlich der Aufruf, wenn Sie Fragen haben für Ihr Unternehmen, für Ihre Security, dann kommen Sie von uns zu. Wir packen die Kollegen von der Sophos ein und kommen auch zu Ihnen vorbei. Wir sind aber auch selber als Unternehmen Achermann sehr kompetent in diesen Themen. Wir haben hier langjährige Erfahrung. Sprechen Sie uns an und kommen Sie auf uns zu. Und was wir dann machen, ist natürlich die Ärmel hinterher krallen, wie der Gregor Neff das am Anfang gezeigt hat, wenn wir zu Ihnen kommen. Und in dem Sinn, jetzt haben wir eigentlich eine gute Punktlandung. Würde ich mich recht herzlich bedanken bei den Kollegen von der Sophos, Yannick auf der linken Seite im Homeoffice und der Sascha, unseren Fernsehkoch, wie er sie genannt hat, der Fernsehhacker. Kommt uns wahrscheinlich eine neue Anstellung über. Michi, herzlichen Dank für den Besuch wieder mal hier bei uns in Kriens. Und auch Team Achermann, vor dem und hinter dem Mischpult und vor der und hinter der Kamera, top Job gewesen. Denk in dem Sinn, vielen Dank an Ihre Teilnehmer. Jetzt geht meine Stimme noch weg. In den Büros, im Homeoffice und im Auto, wo immer Sie uns eingeschaltet haben. Schön, sind Sie dabei gewesen. Kommen Sie sicher und gut durch den Herbst. Und in dem Sinn, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Veranstaltung 360 Grad Informationssicherheit. Grüßli aus Kriens. Ade miteinander.